Thief Simulator 2 wird noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Aber was kann eigentlich der Vorgänger Thief Simulator bisher schon? Und genau das haben Chris und ich gemeinsam getestet. Und damit viel Spaß bei Thief Simulator, denn Chris und ich werden zu Dieben. Wir starten ein neues Profil. Neues Profil. Warte, das muss jetzt ein böser Name sein. Das darf jetzt nicht nur so Luna sein. Wir sind jetzt Bad Luna. Das ist das Böse da dran, weißt du? Okay, er ist nicht überzeugt, das ist mir aber auch egal. Das ist Bad Luna. Bad Luna mit Glatze und Bart, neuerdings. Breakstange. Ein Kilogramm. Guck mal, da kommt direkt Vinny. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Warum? Das ist kein realistischer Simulator. Warum ist es kein realistischer Simulator, Chris? In Real Life musst du auch nicht lernen, oh, drücke T, um dein Quickslot-Inventar zu holen. Niemand sagt dir, greif in die Hosentasche, um eine Brechstange rauszuholen. Aha. Okay, wo müssen wir hin? Komm ich hier überhaupt drüber? Da ist ein Stern. Wetterverbrechen. Ach du Heilige. Okay. Sie sieht dich. Sie schaut raus. Nix da. Oder du schleichst unterm Fenster durch. An der Wand entlang ist der schlechteste Winkel, um irgendwas zu sehen. Richtig? Meide das Licht. Wir meiden das Licht, okay. Da sind einfach Leute, juckt einfach nicht. Ist eigentlich auch egal. Oh. Da chillt einer, guck. Aber das ist auch Juck, weil wir schleichen ja. Ist weißt egal, du hast nur Holzbretter zerschlagen, das hat keiner mitbekommen. Eben, wenn wir schleichen und erstmal Vinny ruft uns an, aber hört auch keiner, ist ja klar. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it. Don't let nobody see the light and call the cops. So, wir machen jetzt auf Safety. Neues Tutorial sagt er uns jetzt, Licht und Sichtbarkeit. Wenn du nachts schleichst, ist sinnvoll, gut beleuchtete Orte zu meiden. Licht von deinen Taschenlampen kann dich auch schnell verraten. Ja, no Sherlock. Okay. Ach so. Ach du, kein Stress. Bonk. Fenster einschlagen. Obviously. Fenster langsam öffnen. Langsam öffnen. Okay. Und jetzt klettern. Rein da! Sollen wir mal das Brecheisen aus der Hand legen? Ach, damit du, weiß ich nicht. Taschen. Ah, ramsamsam. Ah, ramsamsam. Mit den anderen Leuten. Oh mein Gott! Ich will wieder ausmachen! Vinny ruft an! Langsam öffnen! Reichtum in dem Haus? Ich wollte auch gerade sagen. Oh, man kann Toaster mitnehmen! Stehle ein paar Sachen. Ach, guck mal, da liegt, Geld. Oh mein Gott. Musst du wo einbrechen? Ja, ja, ja. Aber ich mach gerade so, ich mach's gerade zum ersten Mal. Ah, den alten Toaster soll ich auch mitnehmen? Oder klar. Die Pan. Wir nehmen mal die Pan und den Toaster mit. Na klar. Alter Toaster, den kann man um 2 Euro auf Willhaben verkaufen. Die Brechstange von jemandem sehen, okay. So, wir ducken wieder. Schleich, schleich. Schleich, schleich. Schleich, schleich. Wo ist das Auto? Geh zum Auto. Geh zum Auto? Ich kann ja nicht zum Auto. Du aber Stern wahrscheinlich nicht. Ah, hier ist eine Wand. Wieso? Geh mal rechts. Okay, wir haben da nie drüber geredet. Das ist nie passiert! Das ist nie passiert! Das ist nie passiert! Psst! Psst! Das hat keiner gesehen. Du stiehlst das Auto. So, rein da und fahren. Interagieren. Okay. Überfahr sie! Nein, wir müssen... Oder, ja stimmt, kurz Zebrastreifen, sorry, und jetzt geht's. Ich glaube, du solltest aus diesem Gebiet fliehen. Verlasse den Tatort. Wenn du nachts schleichst, ist... Okay. Gestohlen. Wir haben eine Taschenlampe, eine Pfanne und einen Toaster. Guck, die Pfanne und der Toaster geben 10 XP.
Ich hoffe, euch hat das Video und dieser kleine Testlauf gefallen. Ich muss sagen, mir hat das Spiel erstaunlich viel Spaß gemacht. Ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es mich so catcht. Aber jetzt freue ich mich umso mehr auf den zweiten Teil, um zu schauen, was sie noch verbessern werden. Und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, lasst dem Kanal auf jeden Fall ein Abo da oder auch ein Like, falls euch das Video gefallen hat. Und kommentiert gerne, welche Spiele ich noch austesten soll. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Bis dann!